صباح الحب يا لغتي صباح النور. السلام عليكم meine lieben Geschwister und Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute werden wir einige Apps bekommen, um Arabisch zu lernen. Im Genaueren, wie man liest und wie man schreibt. Die meisten Apps, die wir hier zeigen werden, sind meistens für kleine Kinder gedacht. Spielerisch und gleichzeitig macht es auch Spaß. Hier sieht man dann eben, wie man die Buchstaben verbinden muss. Danach gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man die Buchstaben schreiben kann. Man zeigt hier, von wo nach wo man es, sich bewegt. Und in dieser App wird nicht viel korrigiert, aber das ist auch gut so, weil die kleinen Kinder auch sowieso immer Probleme haben, in einer Linie zu ziehen. In der nächsten App kann man dann eben die Buchstaben lernen und mit ihr auch die Zeichen. Also dieses R, I, U, B, B, Bu und so weiter. Dann kann man auch noch das Schreiben lernen und dort sieht man eben, dass da Punkte sind. Man muss eben diese Punkte immer verbinden. Jedes Mal, wenn man einen Punkt getroffen hat, wird es dann grün. Dann hat man auch Sterne und man kann sehen, wie gut man da war. Ganz genau habe ich nicht verstanden, wie man 3 Punkte kriegt. Ich selbst habe da Probleme gehabt, aber ich hoffe, ihr schafft das. Um zum nächsten Buchstaben zu gelangen, muss man dann eben immer oben klicken auf Weiter eben. Bei der nächsten App haben wir dann wieder ein Programm, wo man das Schreiben und Lesen lernen kann. Hier sind die Buchstaben und man hat eben die Möglichkeit, dass man praktiziert, also übt und gleichzeitig auch einen Tester macht. Man hat dann die Buchstaben eben als erstes vor sich und man malt darauf und dann nachher ist es eben, dass man das leer, also selbst schreiben muss, wie man das als normales Buchstabe schreibt, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und das natürlich mit allen Buchstaben. Danach, wenn man zum Test kommt, gibt es eben Fragen, wie zum Beispiel, wie ein Bär aussieht, wie ein Bär am Anfang aussieht, in der Mitte aussieht und am Ende aussieht. Oder, dass man es eben selbst schreiben muss. Dann kriegt man eben auch noch für den Test Sterne. Und so geht das eben mit allen anderen Buchstaben weiter. Bei der nächsten App, was mir am meisten gefallen hat, haben wir die Möglichkeit, die Buchstaben zu kennen. Als erstes, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, es als Memory zu spielen, dass man die gleichen Buchstaben eben verbindet oder sucht. Gleichzeitig hört man das und man weiß dann eben, welches Buchstabe das ist. Das ist sehr geeignet für kleine Kinder, weil sie dann eben viel hören. Und durch das viele Hören und auch noch dasselbe Wählen, lernen sie dann eben, welches Buchstabe was ist oder wie es ausgesprochen wird. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, wie man die Buchstaben am Anfang, in der Mitte und am Ende lernt. Das ist auch möglich. Und danach gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man einen kleinen Test macht, indem man den Buchstaben hört und dann nachher von zwischen 3 Buchstaben wählen muss, was für ein Buchstabe das ist. Und dann, was mir am meisten gefallen hat an diesem Spiel oder an dieser App, ist, dass man dann 3 Buchstaben hat und einen dann auch noch herausfinden muss. Also eins ist dann eben Fragezeichen und dann muss man eben wählen, was ist dieses Buchstaben. Man weiß, was davor ist oder was danach ist. Als nächste App haben wir diese hier und die hat mir von einer Seite gefallen, von der anderen Seite nicht. Von einer Seite ist, dass es sehr, sehr, sehr viele Aufgaben gibt. Da dachte ich, es gibt kein Ende. Bei einer Aufgabe habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, es zu Ende zu machen. Auf jeden Fall hier zum Beispiel, wenn man auf Test klickt, kann man dann eben getestet werden. Man hört den Buchstaben und muss eben dann den richtigen Buchstaben wählen. Bei einigen, wie zum Beispiel Thar, glaube ich, und Fair, war das für mich ein bisschen undeutlich. Aber alles andere ist sehr super gewesen. Die Aufgaben sind sehr viel und somit hat man dann eben viele Möglichkeiten, sich zu verbessern. Sobald man eben einen bestimmten Level erreicht hat, ändert sich dann die Farbe. Und wenn man dann eben weiter getestet wird, ändert sich die Farbe noch einmal. 3-mal wird dann die Farbe verändert. Hier bei dem Test geht es zu Ende. Also es hat ein Ende. Dann, was leider nur für die, die Englisch können, ist, kann man auch noch die Buchstaben, also man liest dann eben, wie man das ausspricht. Den B und B und Bu und B. Dann gibt es eben geschrieben, wie die Buchstaben aussehen, ganz normal,
in der Mitte, am Anfang und am Ende. Und da gibt es dann auch oben noch einen Test, wo man eben getestet wird. Bei dem anderen Test war es eben der Buchstabe allein. Hier ist es dann eben der Buchstabe am Anfang oder in der Mitte oder am Ende oder ganz normal. Und hier gab es wirklich gar kein Ende für mich. Ich habe so weitergemacht, dass ich nicht wusste, wann es zu Ende ist. Als nächste App haben wir dann eben diese App. Und deren Eigenschaft ist, dass es ist schon auf Deutsch einige Sachen, aber es ist mehr von Türken gemacht worden. Deswegen, wenn man die Buchstaben lernen möchte und wie man liest, ist wirklich die türkische Methode die beste Methode für mich. Das ist meine Meinung. Und daher hat man eben hier die Buchstaben. Man kann sehen eben, wie man die ausspricht. Man kann getestet werden. Man hört den Buchstabe und daher muss man eben den Buchstaben wählen, was der richtige Buchstabe, wie es geschrieben wird, wie es aussieht. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man das Lesen lernt. Man kann es mit Fetha nur und daher mit Kesra hinzugefügt und daher mit Domme hinzugefügt und so weiter. Was ich sehr schön finde, wer das lernen möchte und auf diese Weise, sollte sich diese App herunterladen. Natürlich habe ich euch jetzt hier den Test als erstes gezeigt. Davor gibt es auch noch Übungen. Da hat man die Wörter vor sich und man lernt, wie sie ausgesprochen werden. Sollte eigentlich umgekehrt gezeigt werden, aber tut mir leid. Daher gibt es auch noch in dieser App, man kann einige Sura hören und daher auch noch einige bestimmte Dua, wie Subhanaka, Tahiyat und so weiter. Natürlich die Qurra, die Leser des Korans, sind Araber. Deswegen sehe ich nicht dieses Problem mit dem Ü. Bei dem anderen davor gibt es dieses Problem mit dem Ü, glaube ich. Deswegen muss man auch achten, dass man dieses Ü und Ö nicht von dieser App lernt. Als nächste App haben wir diese und es ist sehr kindisch gebaut, so wie ein Spielfach. Man hat viele Aufgaben, ich konnte es nicht bis zum Ende spielen und wie ihr seht, muss man eben die Buchstaben tippen, was angezeigt ist. Jedes Mal auf eine bestimmte oder andere Weise eben. Würde mich freuen, wenn einer von euch, wenn er damit mit diesem Spiel fertig ist, dass er mir sagt, was am Ende passiert. Ich wäre sehr neugierig. Diese App finde ich sehr, sehr schön. Sie hat nur eine Möglichkeit oder eine Sache, die man lernen kann, aber trotzdem finde ich sie sehr schön. Und zwar, wie man die arabische oder dass man sich an der arabischen Tastatur gewöhnt. Man hat oben eben Wörter und man muss eben diese Buchstaben suchen und dann aufschreiben. Das gleiche Wort, was oben steht, muss man dann auch schreiben. Das finde ich sehr praktisch für die, die sich an die arabische Tastatur am Handy gewöhnen möchten. Als nächstes haben wir diese App und das ist die letzte für dieses Video. Wie ihr seht, gibt es Werbung. Diese Werbung kann man beseitigen, indem man das Internet ausschaltet. Und dann hat man diese Werbung gar nicht. Das ist auch schön gemacht worden. Und man lernt eben, wie man die Buchstaben schreibt. Man kriegt auch Sterne, dass man weiß, wie gut man war. Und dann am Ende kann man dann eben die Buchstaben sehen und wie viele Punkte man bekommen hat. Eine sehr schöne App. Und schreibt mir, welche App euch gefallen hat. Würde mich interessieren, was ihr schlecht gefunden habt, was ihr gut gefunden habt an diesen Apps. Somit ist unser Video heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergisst nicht, mich zu abonnieren, meine Videos zu teilen und jedes Mal reinzuschauen, wenn ein neues Video vorhanden ist. Somit verabschiede ich mich von euch. Assalamu alaikum, wa assalamu und bis zum nächsten Mal.